Sin Awakening, Sin Erwachen von dem Album von Software, das mit Sin Code betitelt ist. Zu diesem Album wird Michael Weißer gleich etwas sagen. Michael Weißer von Software und ich darf auch sagen von Peter Mergener und Michael Weißer. Viele werden wissen, dass diese beiden sowohl als Mergener Weißer firmieren, als auch als Software. Und dieses Album, Sin Code, läuft unter der Zeile Software. Syncode ist die Abkürzung von synthetisch kodiert. Das heißt, wir gehen hier von einer technisch geprägten Welt aus, in der eine neue Natur geschaffen wird, also eine neue globale Situation, in der der Mensch lebt. Wir empfinden diese Situation natürlich auch aus den Nachrichten einerseits als etwas bedrückend, das heißt, dass diese Kräfte nicht einseitig zu sehen sind, aber andererseits sehen wir auch die ganze Ambivalenz und finden auch sehr schöne Aspekte in der technisch geprägten Welt. Hier ein Beispiel jener Mischung von einem Computer mit dem Computer und erzeugten Klänge und der natürlichen Klänge vom Computer aufgefangen und auch manipuliert. Von dem Album Sin Code. Symphony for Computer and DNS Molecules von Software. Always changing time.
drifting by. Here's nothing to deny but the taste of a lie. Lassen wir uns einhüllen in Klänge aus dem Computer und erschrecken Sie nicht, wenn es da mal aufschreit. Das sind die Möwen. Der Titel heißt nämlich Zusammenkunft der Möwen. Thank you.
So, hier habe ich einen Mann mit auf die Bühne gebracht, der hatte heute gar nichts zu tun, aber der zählt zu der Kern- und Stammmannschaft. Das ist der Michael Weißer und der Peter Mergner, der eine aus Welschbillig in der Eifel und der andere aus Bremen. Die beiden zusammen machen eigentlich das, was aus dem Computer kommt. Dann wird immer mal so ein Naturtonspieler dazu genommen. Aber das ist wahrscheinlich nur, um hier unserem Publikum auch was zu bieten. Im Prinzip hätten sie ja eine CD abspielen können. Das kann man bei fast jeder Musik. Ich möchte aber nicht vergessen zu sagen, dass der Saxophonspieler der Toni Schneider ist und der Keyboardspieler der Ralf Hess, die mit uns auch im Studio sehr viel zusammenarbeiten und auch auf unseren Plattenproduktionen dabei sind. Ich habe einiges gelesen, was Sie schreiben über Ihre Arbeit mit dem Computer. Sie erstellen Klänge und auch Bilder. Sie schaffen da einen Überbau, der das Ganze viel komplizierter macht, als die Technik schon ist. Sie sprechen von Poesie der Technik, von einer Botschaft der Schönheit der Technologie. Soll das so eine Art Rechtfertigung sein gegenüber denen, die sagen, das ist ja keine Kunst, das ist Programmiertechnik? Nein, das ist keine krampfhafte Botschaft in dem Sinne, die wir nur erfüllen wollen, sondern es ist halt mehr die Auseinandersetzung, die wir betreiben mit der technischen Welt, in der wir leben, mit der Natur, die uns umgibt. Und natürlich zählt eigentlich das Produkt, das heißt die Schallplatte für uns oder die CD, der Überbau, das ist halt unsere Auseinandersetzung damit. Ja, nun kann man ja, was sagen Sie? Ist das Kunst, ist das Komponieren oder ist das nur ein Basteln, technisches? Nein, ich habe nichts gegen Basteln, aber man muss eines sehen, im erweiterten Kunstbegriff, nachdem die große Kunst auch von Josef Beuys gemacht wurde, der sein Fett in die Ecken geschmiert hat, möchte ich auch den Anspruch erheben, dass es Kunst ist. Nur mal grob, wie viel Gerät haben Sie ganz grob und was ist das für eine Investition? Das ist doch wie ein kleiner Gewerbebetrieb. Porsche Turbo ist gut verständlich. Und das kommt wieder rein, denn Sie sind erfolgreich, Sie haben sogar Lizenzen an die USA vergeben, was mich wundert. Man sollte doch meinen, dass Sie viel weiter sind mit der Technik und Ihre eigenen Leute haben. Ja, das ist ganz erstaunlich. Wir waren zweimal in den Staaten, in Kanada, in Australien. Und wir haben auch gedacht, dass das Konzept, das wir haben, nämlich die Verbindung von Computermusik und Computergrafik, also das sieht man eigentlich ganz gut auf den Schallplatten drauf, in welcher Weise wir das miteinander verbinden. Das müssen wir gerade mal hier, können Sie mal ein Stückchen zurückgehen, Herr Mergner? Ja. Wir könnten das in der Kamera zeigen. Also das soll Gesamtkunstwerk sein, das Cover der Platte gehört dazu, ja? Das gehört mit dazu und wir haben eigentlich gedacht, dass es gerade in den USA schon mehrfach gemacht wurde, ist es aber gar nicht der Fall. Sehr erstaunlich ist, dass die deutsche elektronische Musik, zu der wir auch heute zählen, aber die hat ja eine Geschichte, begann in den 60er Jahren bereits mit bekannten Gruppen, Tangerine Dream, Klaus Schulze als Klassiker, um sie zu nennen. Die deutsche elektronische Musik hat einen ganz hohen Stellenwert im Ausland. Das weiß man hier nur nicht. Und wir waren auch sehr erstaunt, wie man uns aufgenommen hat. Ich könnte mir denken, dass Sie für Filmmusiken eingespannt werden. Im Planetarium oder so wäre das wahrscheinlich auch eine tolle Klangsphäre. Ja, wir haben einige Produktionen in diesem Jahr im Planetarium in Stuttgart im Herbst und im Planetarium in Bochum auch im Herbst, Oktober, wo wir Bilder, wie man sie gesehen hat am Anfang, Bilder von Natur, Bilder von Technik, Bilder von Computersimulation, Computergrafik, miteinander verbinden und synchron zu dieser Musik fahren. Das ist in dieser Kuppel des Planetariums sehr eindrucksvoll. Also ich muss schon sagen, das ist bewundernswert, wenn mancher sich im Büro schon einen abmurkst, wenn er eben eine elektronische Schreibmaschine bedienen soll, neuerdings.
Wir haben so ein kleines, für Musikelektronik sehr spezialisiertes Studio in der Eifel, in der Südeifel, am Hang eines Tales, absolut romantisch, mitten in der Natur gelegen. Wenn man den Raum betritt, in dem das Studio halt ist, ist man in einer rein technischen Welt. Wenn man den Raum verlässt, ist man in einer recht ungetrübten, kann man sagen, Natur, die ja geradezu so von ein bisschen bäuerlicher Idylle noch umgeben ist. Also Felder am gegenüberliegenden Abhang. Das ist eine Situation, die einen natürlich bestimmt und die wir beide unheimlich genießen. Diese Arbeitssituation hat sich natürlich niedergeschlagen auf unser Konzept oder unsere Konzepte. Wir sind davon ausgegangen, dass wir in einer natürlichen Situation leben, also in einer Situation, in der wir halt sehr viel Natur vorfinden, aber dass diese Natur natürlich nicht Natur im alten Sinne ist, das heißt Natur vom Menschen völlig unbeeinflusst. Der Mensch hat ja sehr früh in die Natur eingegriffen, hat diese gestaltet. Und diese Gestaltungsformen oder die Kräfte dieser Gestaltung, die werden ja mit Technik umschrieben, im weitesten Sinne. Wir wollten einfach mal deutlich machen, das, was wir empfinden, nämlich in einer natürlichen Situation technische Elemente hineinbringen. Das machen wir sehr deutlich durch die Plattencover, auf denen durchweg Landschaftsstimmungen, Abendstimmungen wiedergegeben sind, die aber von den Lichtern her nicht natürliche Lichter aufweisen, etwa ein Mond oder Sonnenstrahlen, sondern in der technisch inszenierte Lichter sind. Das heißt, die Fotos habe ich damals selber gemacht, da haben wir Raketen in die Luft geschossen, Leuchtraketen, und haben das mit offener Blende aufgenommen, und so sind technisch inszenierte Lichter reingekommen. Das Konzept Software unterscheidet sich musikalisch, zumindest bislang, nicht wesentlich von dem, was Mergner Weißer gemacht haben. Da sind wir nur von einem anderen Ansatz gekommen, ausgegangen. Wir haben uns einfach vorgestellt, wenn wir in unserem Studio drin sind, welche Schönheit in der Technik drin liegt, und haben versucht, die auszudrücken, und haben die wiedergegeben durch dieses sehr konsequente Konzept der komplexen Computergrafik, die wir dort eingesetzt haben, oder auch dieser Hightech-Lyrik, die wir auf den Covern veröffentlicht haben. Das heißt, Mergner Weißer und Software unterscheiden sich an sich nicht wesentlich im Musikalischen, wo ich wieder sagen muss, bislang, sondern mehr vom Ansatz her. Und der Ansatz ist eben einmal im Studio, drinnen in der technischen Welt. Das ist Software-Feeling, und draußen, davor, in der Landschaft der Eifel, das ist Mergner-Weißer-Feeling. Thank you.
Software und Mergener Weiser haben zusammengefasst einige Titel auf dem Doppelalbum Past, Present, Future. Und da gibt's dann eben halt eine neue Version von Syncode PowerPart, womit wir im Jahre 87 eurer Historie wären. Ja. Zum einen muss man sagen, zu dem Sampler, warum haben wir eigentlich den Sampler gemacht? Wichtig ist, dass der Sampler auch als zwei einzelne CD rausgekommen sind, weil man kommt einfach um das Medium CD nicht umhin und wir wollten nicht jede einzelne Platte als CD herausbringen, sondern wir haben die nach unserer Meinung schönsten Stücke zusammengefasst und die sind also auf zwei einzelnen CDs erschienen. Ja, wie kam es zur zweiten Abmischung von aus dem großen Projekt Syncode, hier mit Namen Syncode PowerPart? Das war so, wir haben auf der Bandmaschine, auf der wir gearbeitet haben, eine Gitarrenversion gehabt und parallel hat Toni Schneider, ein ganz vorzüglicher Musiker, mit dem wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten und mit dem es auch viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, weil er sich erstaunlicherweise, möchte ich sagen, in diese Elektronik ganz exzellent einfühlen kann. Der hat parallel etwas gemacht. Der kam am Abend vorbei und hatte sein Saxophon dabei und dann habe ich gesagt, Mensch Toni, hör dir das doch mal an, fällt dir dazu eigentlich was ein? Und er hat einfach so draufgespielt, zweimal angehört, draufgespielt und das Ding war einfach so toll und da habe ich gesagt, also Mensch, das ist ein eigenes Stück, das ist einfach wahnsinnig toll. Als nächstes habe ich ein Stück von Nightlight ausgesucht. Und das ist wiederum Mergener und Weiser. Kannst du sagen, ob Mergener und Weiser eine Sache der Vergangenheit ist? Habt ihr das begraben oder ist es etwas, das einfach nur ruht und vielleicht wieder kommen wird? Etwas Abschließendes zu Software und Mergener und Weiser. Das Abschließende lässt sich immer schlecht sagen. Aber wir wollen sagen, wir haben uns voll auf Software konzentriert, weil wir darin eine stärkere Konsequenz sehen. Wir sehen darin eine sehr, sehr schöne und sehr interessante und sehr anregende Perspektive. Und darauf wollen wir uns in den nächsten Jahren voll konzentrieren. Und wir haben die Freiheit, hier nochmal sozusagen in eure Geschichte zurückzugreifen aus dem Album Nightlight von Mergener Weiser, Moonly Twigs. Thank you.
Michael, wenn du so zurückblickst, zurückhörst, du hörst ja wahrscheinlich nicht alle Tage so weit zurück in deiner musikalischen Karriere. Wie findest du das jetzt? Wie wirkt das auf dich? Tja, das ist natürlich lang vorbei und man steht jetzt heute woanders, aber ich spüre trotzdem noch eine sehr starke Zugewandtheit. Das gefällt mir noch immer.